Das Erkennungszeichen des neuen Ford Fiesta ist eindeutig der große, riesige Kühlergrill und der erinnert mich doch tatsächlich an einen Aston Martin, an das Dienstauto von Herrn James Bond. Nur vom Preis und vom Verbrauch sind da doch dann kleinere Unterschiede zwischen Herrn Martin und Herrn Ford. Mit dem neuen Fiesta kann man nicht nur fahren, sondern auch sprechen, einfach das Knöpfchen am Lenkrad drücken und sagen, was man will. Telefon. Momentan ist kein Telefon verfügbar. Eine Pizza mit Pommes frites, bitte. Das Kommando wurde nicht erkannt. Bitte versuchen Sie es erneut. Na dann halt ein Döner-Kebab. Entschuldigung, das Kommando wurde nicht verstanden. Über das Ford Sync-System lassen sich MP3-Player oder ein Telefon per Sprachbefehl steuern. Das Ganze funktioniert wirklich sehr gut. Dazu kommt ein Notrufassistent, der bei einem Unfall automatisch einen Notruf abgibt. Der 1,5 Liter Turbodiesel ist zwar einigermaßen spritzig, aber sicher keine Kanone. Von 0 auf 100 benötigt das Auto 13,5 Sekunden. Dafür ist er ein wirklich verbrauchsarmer Motor, nämlich nur 3,7 sind es laut Werk. Im Test lagen wir bei 4,8 Liter. Alternativ gibt es noch die EcoBoost-Motoren, das sind Turbobenziner und die sollte man sich wirklich auch näher anschauen. Im Cockpit treffen wir auf ein geschäumtes Armaturenbrett. Optisch wirkt alles recht flott. Das Lenkrad liegt gut in der Hand und der Schaltknauf lässt einen exakten Gangwechsel zu, aber das hätten wir von Ford ohnehin nicht anders erwartet. Die verlängerte Mittelkonsole bietet viel Platz für Kleinigkeiten, fühlt sich aber ein wenig instabil an, wenn man an der Konsole wackelt. Alles in allem aber wirkt das Cockpit für einen Kleinwagen hochwertig. Das Fahrwerk ist sicher nicht zu hart, eigentlich ein guter Mix. Der Fronttriebler schiebt nur ganz wenig über die Vorderräder und auch die Lenkeigenschaften sind gut. Punkto Platzverhältnisse sieht es folgendermaßen aus. Der Fiesta ist ein Kleinwagen und zu viel Platz kann ein solcher nicht bieten, aber eigentlich passt vorne alles. Nur für die Frontpassagiere ist es etwas eng. Der Kofferraum, der fasst 280 Liter, das ist klassenüblich, ein guter Wert. Die Ladekante ist vielleicht etwas hoch geraten. Der Preis zu haben ist ein Fiesta ab 10.990 Euro als Dreitürer mit einem 60 PS Benziner. Der getestete Fiesta mit 1,5 Litern, Hubraum 75 PS, der Turbodiesel in der Titanium-Ausstattung mit Alu, Vorzünk, LED-Scheinwerfern, Regensensor und anderen Nettigkeiten kommt auf 21.462 Euro. Und das Fazit von dieser Geschichte, naja, auch der neue Ford Fiesta wird seine Freunde finden, ganz, ganz sicher. Ich persönlich würde statt des 1,5 Liter Turbodiesels vielleicht eher einen EcoBoost mit um die 100 PS nehmen. Der ist auch sparsam und hat ziemlich viel Kraft.